Hallo, guten Morgen, meine lieben Menschen da draußen. So, ich melde mich mal wieder zurück. Wie ihr gemerkt habt, habe ich gestern keine Kartenlegung gemacht. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ne? Ich war so im Stress. Ja, Kartenlegern geht es auch nicht anders wie euch. Ne? So, heute fragen wir mal die nahe Zukunft. Ne? Weil alles wird immer schlimmer, die Sachen werden immer teurer, wenn man einkaufen geht. Ich habe letztens auch gesagt, ich wollte nicht den Aldi kaufen. Ne? Gerade mal der Bodenbedeck kostet eine Menge Geld. Ne? Jo. Dann haben wir alle hohe Kosten zu bezahlen mit Gas und Mieterhöhung und da. Alles teuer wie verrückt. Ne? Ja, zusätzlich ist man doch krank. Ne? Bei den Ärzten kriegt man keine Termine mehr. Muss man monatelang warten. Ne? Deswegen, so, je nachdem, wie es euch geht, heute frage ich mal die Zukunft. Ich habe mal die Tierwelt geholt von Nikis Kartenblick und die Kipper von der Regula Elisabeth Fischer. Gucken wir mal. Was könnte denn unsere nahe Zukunft, ne? Weil die weitere Zukunft von 10 Jahren, die interessiert uns ja jetzt noch nicht, ne? Ja. Komm her, Marie, ein letztes Glas, genießen wir den Augenblick. Ab morgen gibt's statt Wein nur Wasser. Komm her und schenk uns nochmal ein, so viel wird morgen anders sein. Marie, die Welt wird langsam blasser. Die weißen Tauben sind müde, sie fliegen lange schon nicht mehr. Sie haben viel zu schwere Flügel und ihre Schnäbel sind längst leer. Jedoch die Falken fliegen weiter, sie sind so stark wie nie vorher. Und ihre Flügel werden breiter und täglich kommen immer mehr. Nur weiße Tauben fliegen nicht mehr. So, es kann sein, dass ihr ein bisschen hört, oben räumt der Nachbar da irgendwas um. Ne? Ja, kann sein, dass es ein bisschen laut wird. Im Namen Gottes, was will deine nahe Zukunft dir sagen? Ja, hier dreht sich um meinen Partner. Ja. Da könntest du mit dem Gericht zu tun haben, ne? Ja. Vielleicht kriegst du gerichtlich zugesprochenes Geld oder musst Gerichtskosten bezahlen, passt ein bisschen auf auf Bußgeld. Die stellen ja wieder überall ihre Automaten dahin, ne? In der Liebe erfordert das Geben und Nehmen Ausgleich und das ist bei einem Partner scheinbar nicht gegeben, ne? Ja. Familie, gerichtliche Entscheide, ne? Ja, ein bisschen körperlich. Energien ausgleichen, auf ausgewogene Ernährung achten, ne? Aber hier kommt was Gutes. Oh, oh, ich dachte schon, um Gottes Willen, das fängt ja schon wieder scheiße an, ne? Angenehmer Brief. Du kriegst einen angenehmen Brief, eine E-Mail, eine SMS, vielleicht ruft dich auch jemand an. Ja, vielleicht sind das auch Dokumente, die wo wichtig für dich sind, ne? Tiere, Schmetterlinge, die deuten auf positive Veränderungen hin, ne? In der Liebe kann das bedeuten, ne? Wenn du durch einen Partner vielleicht mit dem Gericht Probleme kriegst, vielleicht lässt du dich auch gerade scheiden, das kann auch sein, ne? Ja, da wird in der Liebe kriegst du einen Liebesbrief, eine SMS, da wird die Kommunikation mit jemandem nicht toxisch und wieder aufgenommen, ne? Beruflich kriegst du einen Arbeitsvertrag, vielleicht kündigst du auch irgendwo, ne? Vielleicht dreht sich's auch um Wertpapiere bei den Finanzen. Auf jeden Fall kannst du mal mit einer positiven Antwort rechnen. So, und jetzt kommt die Karte, wo mich mein Sohn immer auslacht, ne? Du mit deinem großen Glück, alles ist scheiße und großes Glück, aber hier liegt sie wieder, ne? Die allerbeste Karte. Es kommt zu großem Glück. Vielleicht durch Gericht, ne? Gericht bedeutet auch, ne? Dass Gottesgericht eingreift, ne? Dass das Karma jetzt greift, ne? Dass es bei dir zu einer glücklichen Wende kommt, zur Wunscherfüllung, Zufriedenheit, ne?
Glückliche Zeiten warten auf dich mit dem Wunschpartner. Ne? Jedes Töpfchen findet sein Dickelchen, jeder Mann findet seine Frau. Lieselotte Pulver hat das gesungen. Ja, in dieser Zeit bin ich groß geworden. Ne? Also diese Karte schwächt auch die Negativen ab. Ne? Hält auf und gibt auch in schwierigen Situationen Hoffnung und Zuversicht. Ne? Hier schüttet Fortuna das Glückshorn über dich aus. Ne? Ja, Finanzen, vielleicht sogar Reichtum. Und wenn du krank bist, körperlich Wohlbefinden. Ne? Ja. So, da gucken wir mal weiter. Mir ist schon wieder die Nase zu. Moment. Ich habe immer noch die Grippe. Ja. Sollen wir mal nicht die Grippe kriegen, wenn man nur Stress hat. Ne? Und bei dem wechselhaften Wetter. So, im Namen Gottes. Was will deine nahe Zukunft dir noch sagen? Geht ja schon mal gut aus, ne? Vielleicht hast du auch tatsächlich einen Gerichtstermin, der wo aber scheinbar gut ausgeht, ne? Im Namen Gottes, was will deine nahe Zukunft dir sagen? Ja. Hier nagt was an dir, ne? Etwas, was dich traurig stimmt, ne? Was kannst du nicht vergessen oder loslassen? Aktuell gibt es scheinbar keine Klärung, ne? Ja. Mit irgendetwas ist keine Veränderung in Sicht, ne? Ja, außerdem will dich hier jemand versuchen im Namen Gottes, ne? Dieser Versuchung sollst du widerstehen und da stellt sich bei dir momentan als eine große Herausforderung dar. Aber wenn du nachgibst, dann hat das negative Folgen, ne? Bleib stark. Lieber will ich mich zu Tode glauben, als nur noch einmal an mir selbst und an meinen Werten zu zweifeln. Ne? Außerdem kriegst du mal wieder gesagt, wie schön du bist. Ne? Hast du schon erkannt, wie schön du bist? Nein. Du bist ein wundervoller Mensch und dazu noch ein Unikat. Ne? Vergleiche dich nicht mit anderen, sondern sei du selbst und komm in deine Selbstliebe. Ne? Im Namen Gottes. Wenn du an dich selbst mal denkst und dir selbst mal was Gutes tust, dann bist du ja nicht so egoistisch wie diese toxischen Leute, die wohl nur auf ihren eigenen Arsch gucken, ne? Oh, Schneeweißchen. Fronten sind hier ungeklärt. Und das fühlt sich kühl und distanziert an. Vielleicht solltest du den ersten Schritt machen, um eine Situation zu bereinigen. Suche ein klärendes Gespräch, allerdings nicht mit toxischen Leuten. Schneeweißchen und Rosenrot, ne? Ja? Das ist ein Märchen, ne? Ja, da geht's auch um eine böse und um eine gute Schwester, ne? Im Namen Gottes. Was will deine nahe Zukunft dir noch sagen? Ja, du kannst dich nicht immer vor Verletzungen schützen, ne? Hier habe ich den Igel, ne? Also das bedeutet auch in den Krafttierkarten, dass du dich von irgendjemandem oder irgendeiner Situation sollst abgrenzen. Ne? Ja, dann hast du vielleicht Ängste bekommen, die wo du unter Kontrolle bekommen sollst. Ne? Ja, lege den Schutzpanzer ab. Ne? Jo. Aber nicht komplett. Ne? Im Namen Gottes. Was will deine nahe Zukunft dir noch sagen? Ja, die grauen Zeiten sind vorbei, hier habe ich den Papagei, ne? Ab jetzt wird's bunt und farbenfroh, jetzt kommt Leichtigkeit in dein Leben. Freue dich auf viele tolle Momente mit Spaß und guter Laune. Dann wirst du dich leicht fühlen wie ein Vogel. Ja, bereit für eine Transformation, ne? Es wird Zeit, deine Flügel zu entfalten und dich in deiner vollen Pracht zu zeigen. Du bist wunderschön und einzigartig. Verwandle dich zu dem Schmetterling, wo du bist. Ne? So. Jetzt hole ich mal die Märchenwürfel. Ne? Im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig? So. Das bist du. Ne? Ja, dir fliegen die Herzen scheinbar zu. Und du trägst auch eine Menge Verantwortung, weil hier habe ich die Prinzessin, ne? Ich rede ja immer aus der Sicht einer Frau, Männer bitte rumdrehen, es kann auch ein Prinz sein. Ne? Hier geht's langsam mit etwas vorwärts, was wichtig für dich ist.
Ne? Das hat mit deinem Zuhause und mit deinem Umfeld zu tun. Ne? Oder auch mit deiner finanziellen Sicherheit. Ne? Ja. Ja. Da brauchst du Freiheit. Ne? Hier habe ich die Wahl. Ne? Da geht's scheinbar rein. Ne? Weil du kriegst hier Nachrichten oder es kommt ein neuer Mensch auf dich zu. Jemand, der wohl edel ist, wie ein Ritter. Ne? Ja. Mit dem, wo du in die Wunscherfüllung gehst. Ne? Ja, genau. Also vorwärts geht's mal auf jeden Fall mit deiner Freiheit. Ne? Im Namen Gottes. Probier's doch mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Vertreibst du deinen ganzen Sorgenkram. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir, egal woher es kam. Und pflückst du gern Beeren und stich dich dabei, dann lass dir erklären, Schmerz geht bald vorbei. Die Bienen summen in der Luft, erfüllen sie mit Honigduft. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Hat Balu gesungen. Ne? Aus das schon aus Mogli im Namen Gottes. Was sollst du denn noch wissen von deiner neuen Zukunft? Ja, hier bist wieder du. Guck du auf dich. Ne? Du kriegst hier Hilfe und Unterstützung über Freunde. Leute, die wo dich gern haben, wo dich mögen, wo treu und loyal sind, ne? Im Gegensatz zu diesen toxischen Leuten. Ne? Ja, die sind auch gut für deine Seele, ne? Hier fließt auch etwas, kann auch irgendwas mit Geld zu tun haben. Auf jeden Fall wird hier irgendetwas beendet und das Ganze überraschend, was im Stillstand war, was dich von deiner Freude abhält, was dich krank gemacht hat, ne? Oder zermürbt. Hier ist etwas gestorben, ne? Oder stirbt etwas. Das Ganze überraschend wird aber sein wie ein Geschenk, ne? Ja, genau. Wird sein wie ein Geschenk, eventuell durch eine Einladung oder durch einen Besuch. So, was will deine nahe Zukunft hier noch sagen? Im Namen Gottes. So, gucken wir mal. Ach Gott, habe ich schon wieder die Hexen. Ja, du hast ja leider. Leute, die wohl neidisch sind, eifersüchtig auf dich, ne? Die ich eventuell sogar verwünscht habe, ne? Also ich habe mal in einem Buch gelesen, dass Worte sind ja Energie, wenn dich jemand verwünscht, ne? Da fällt das aber auf den zurück, ne? Ja, also hier verbreitet jemand böse Gerüchte über dich, ne? Ja. Was ist denn das? Ein Ring. Da sind Blumen drauf. Ja, vielleicht gehst du eine neue Verbindung ein, ne? Überraschend, aber etwas Freudiges, ne? In der Liebe, ne? Ja, genau. Was habe ich denn hier? Ja, hier kommt es zu einer Veränderung, Schmetterling, ne? Genau. So, hier ist auch jemand, der wohl deine Ruhe stört. Hier habe ich den Kürbis, ne? Aber diese bösen Geister werden vertrieben, ne? Die Kürbisse, die erntet man ja im Herbst. Die werden ja an Halloween da geschnitzt und aufgestellt, ne? Übrigens haben die Leute das Frühjahr, dieses Halloween-Fest, das kommt, stammt ursprünglich aus, ich glaube aus Irland, ne? So, und da haben die früher, haben die so Runkelrüben, haben die ausgehöhlt, ne? Und da Kerzen reingestellt, um die bösen Geister zu vertreiben, ne? Heute macht man das mit Kürbissen, ne? Also hier könnte irgendwas über Nacht passieren oder abends, wann Fledermäuse fliegen. Hör du auf deine Intuition. Ne? Es geht darum, dass für dich etwas wächst und gedeiht. Ne? Ja. So, hier habe ich wieder die Hunde für Pfote, ne? Ja, vielleicht schaffst du dir ein Tier an, ne? Oder hast du einen Hund, ne? Die sind ja treuer wie Menschen. Die lieben dich, egal ob du dick, dünn, groß, klein, arm, reich, ne, schön, hässlich, ne, die stehen dir immer zur Seite, ne, ja, genau, kenne ich so ein Gedicht,
Du gabst mir Liebe, Wärme, Glück, dein kleines Leben lang. Dein Auge suchte meinen Blick, dein Ohr der Stimme klang. Du machtest meinen Heimweg froh durch deinen freudigen Gruß, den ich, da du dein Leben gabst, für immer missen muss. Nun wartest du nie mehr auf mich, tust nie mehr Freude kund. Gut anhänglich warst du und treu und warst doch nur ein Hund. So, hier kriegst du auch Zeichen aus der geistigen Welt. Viele Zeichen, große Zeichen. Ich habe euch schon mal gesagt, ihr sollt um ein Zeichen bitten, die Verstorbenen. Eins, wo ihr auch erkennt, ne? Das könnte jetzt kommen. Ja. Ja, du erfährst eine Segnung Gottes, bekommst ein Geschenk von Gott, ne? Ja, genau. Und kann sein, dass du dich auf den ersten Blick verlieben wirst, ne? Muss immer dieses Gedicht da denken, ne? Von Karl May. Bau nicht ein allzu festes Haus auf irdischem Grund und Boden. Man trägt der einst dich doch hinaus und legt als Tod dich zu den Toten. Du wohnst hier nur im Wanderzelt, der Heimat gilt nun all deinen Sinnen. Und suchst du deine wahre Welt, so richte deinen Blick nach innen. Dein wahres Heim, es ist nur dort jenseits des Erdenlands zu schauen. Und jede Tat und jedes Wort trägt dazu bei, daran zu bauen. Trau nicht dem angenehmen Weg, den Tausende durchs Leben wandern. Weich ab, erklimm den steilen Steg und lass sie lächeln, all die anderen. Sieh auf die Tore nicht zurück und achte nicht auf ihre Stimmen. Denn wisse wohl, dein wahres Glück liegt hoch und lässt sich nur erklimmen. Ja, du bist auch hier in einer sehr kalten Umgebung, deswegen ist Gott bei dir, ne? Ja. So, ernähre dich gesund, hier habe ich wieder die Trauben, ne? Ja, genau, Trauben, da gibt es hier dieses OPC, dieses Traubenkernöl, ne? Wenn du permanent krank bist, vielleicht kostet dir das mal, ne? Ja, hier kämpft auch jemand gegen dich, die Hexe, jemand, wo neidisch ist, vielleicht hinter deinem Rücken, wo du gar nichts mitkriegst, ne? Aber Gottes Gerechtigkeit, ne, kommt auch mit diesem Schwert, ne? So, hier könnte, hier ist der Vollmond drauf, ne? Ja, hier könnte irgendwas am Vollmond passieren oder nach dem Vollmond oder bis zum Vollmond, ne? Ja, im Herbst, hier habe ich ein Herbstblatt, ne? Der kommt ja jetzt. So, was steht denn da drauf? Ja, hier könntest du eventuell jemand kennenlernen, ne? Ja. Der, wo gut zu dir passt. Ne? Ja. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. Was einmal war, ist vorbei und vergessen und zählt nicht mehr. Im Namen Gottes. Guck mal, und Widerwärtigkeiten hast du vielleicht im Moment, will dir deine nahe Zukunft sagen. Du hast viel Kummer, Sorgen, vielleicht wirst du betrogen, vielleicht hast du Ängste bekommen. Ärger im und durch das Umfeld, ne? Ja, also hast du toxische Leute um dich rum, ne? Bis hin zur Gewalt. Lass dir das nicht gefallen. Such dir da Hilfe. Ja? Ja. Hast Sorgen wegen deinem Partner oder Partnerin. Beruflich kann es sein, dass du gemobbt wirst. Vielleicht aber auch durch andere Familienangehörige und Verwandte. Ja? Ja. Finanzen, Sorgen, Betrug. Körperlich bist du gestresst und hast deswegen Ängste. Ja, kein Wunder. Im Namen Gottes. Was will die nahe Zukunft dir noch sagen? Jo, viel Unannehmlichkeiten, ne? Vielleicht jetzt am Wochenende Auseinandersetzungen, ne? Ja, du bist so ein trauriger, leidgeprüfter Mensch, ne? In der Liebe sehr enttäuscht, ne? Deswegen hast du dich da eingeigelt. Vielleicht fühlst du dich aber auch an deinem Arbeitsplatz überhaupt nicht wohl. Oder du bewirbst dich, erhältst dauernd Absagen. Vielleicht kriegst du die Beförderung nicht, ne? Oder irgendeine schlechter bezahlte Stelle. Lebensphase voller Alltagsvorsorge, ne? Das hat dir leichtere Krankheiten, Erkältung, Grippe, psychosomatische Beschwerden da beschafft, ne? Finanzielle Schwierigkeiten, ach, furchtbar. Aber hier geht's rein. Hier kommt was auf dich zu. Eischer guter Herr, ne?
im Namen Gottes. Hier kommt was in Bewegung, hier sind Nachrichten unterwegs, ne? Ein jüngerer Mensch, ne? Bis circa 40 oder sehr jugendlich, ne? Ja, geliebter, jüngerer Partner. Also die Karte weist auch auf eine schnelle und gute Lösung hin, auch wenn wir jetzt diese negativen Karten da gezogen haben, ne? Ja, in jeder Hinsicht, ne? Beruflich machst du vielleicht ein eigenes Geschäft auf, ne? So, jetzt hol ich noch einmal diese Karten. Im Namen Gottes, was will die nahe Zukunft hier noch sagen? Ja, kann sein, dass dir hier ein Partner oder Ex-Partner am Wochenende Schwierigkeiten macht. Ja, sei mutig, ne? Super Kid. Mit viel Power und Energie kannst du jetzt eine große Veränderung herbeiführen. Trau dir zu, ein Risiko einzugehen, denn du bist stärker, als du glaubst. Let's go. Ne? Ja. Bitte noch eine Karte, als letzte Karte. Jo. Wenn dir jemand sein Vertrauen schenkt im Namen Gottes, dann ist es ein Zeichen, dass du für diesen Menschen etwas ganz Besonderes bist. Ne? Habe auch Vertrauen in diese neue Verbindung, die wohl da scheinbar auf dich zukommt. Ne? Lege deine Zweifel ab, aber trotzdem. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Ne? Ob auch das Herz zum Herzen findet. Wie geht's denn noch weiter? Würde die nahe Zukunft noch sagen. Ja, hier kommt ein neuer Partner auf dich zu. Ja, du wirst hier mit Füßen getreten. Ne? Der Aschenputtelschuh. Ne? Ja, und außerdem kriegst du die ganze Verantwortung aufgeladen, ne? Du sollst alles tun wie Aschenputtel, ne? Und hast aber nichts davon, ne? Ja. Also du hast auch sehr viel Geduld gehabt, hast auf deine Sehnsüchte, Wünsche und Träume verzichtet, aber jetzt hast du keinen Bock mehr, ne? Ja, es geht hier um deine Heilung, ne? Du möchtest heilen, ne? Ja, keine Frösche mehr küssen, sondern den Prinzen. So, hier kommt jetzt auch Gerechtigkeit rein, ne? Die Krähen stehen für Gerechtigkeit und für Botschaften aus der geistigen Welt, ne? Der richtige Partner kommt auf dich zu, ne? Ja, hoffentlich ist er aber bald da, ne? Man hat den Eindruck, dass da der, dass der aus einem anderen Universum da kommt, ne? Ja. Ja, aber du hast schon ein bisschen so eine Vorahnung, ne? Hoffnung vor allen Dingen, Sehnsucht nach Partnerschaft. Ja, selbst wirst du vielleicht im Moment nicht aktiv, vielleicht bist du krank oder kannst aus irgendwelchen anderen Gründen nicht, ne? Hier geht's um Dinge, die das Schicksal für dich bereithält, von denen du noch nicht weißt, ne? Greif aber zu, wenn das Schicksal dir holt ist, ne? So, das war's dann mal von mir. Dann freue ich mich wie immer über ein Like, einen Kommentar, wenn du meinen Kanal abonnierst, Glocke aktivierst, ne? Dann kriegst du die Videos auch immer angezeigt, ist ja vollkommen kostenlos. Jo, dann hoffe ich mal, dass alles gut wird, ne? Und komm in die Selbstliebe, ne? Jo, und wenn du das Negative dahinter dir hast, ne? Egal, ich weine der Zeit nicht hinterher, was ich jetzt hab, ist so viel mehr, denn ich hab dich, das alles ist mir nur passiert, damit du mein Herz berührst. So, mit diesem Liedchen verabschiede ich mich auch, ne? Und wünsche euch noch einen schönen Tag.